Ich bin ein YouTuber, ja, der ersten Stunde. Ich bin ein User der ersten Stunde. So, jetzt machen wir das doch mal so, als ob ich Le Fleur wäre oder 12 Jahre. So, machen wir das doch mal einfach. Ne? So ein alter Sack, so wie ich, ein User der ersten Stunde, der am ersten Tag im Internet in den 90ern zu Gast war und dann über Yoda sprach. Yoda. Boah, das hätte ich 1990. Boah, wäre da was abgegangen. 1990 als User der ersten Stunde bei YouTube. My Video Kivego. Damals hieß dann alles ein bisschen anders. Sogar Sevelot gab es da noch. Clipfish und so weiter. Also es waren andere Communities. Da hat man so Videoclips und mit Videoclips kommuniziert und gemacht und getan. Heute, wenn ich jetzt heute nochmal den Yoda hochhalte und ich, alter Mann, ja, ich darf ja keine Ahnung haben. Ne? Ich darf keine Ahnung haben über Star Wars 1979, wo ich 21 Jahre alt war. Boah, scheiße, wow. Projekt Star Wars, damals, wo die zweite Garnitur und auch ich an diesem Projekt gearbeitet und heute, nach 40 Jahren, immer noch schmunzeln. Also ich nicht mehr. Na, ist klar, ich bin ja nicht Walt Disney und Co. Macht mich auch alles nicht mehr so froh. Ich bin Filmemacher. Schon lange, lange her. Ihr müsst mich nicht kennen. Ich muss kein Star sein. Die großen Medienhäuser müssen mich nicht auf irgendein Podest setzen, meine lieben Freunde. Ich bin kein Le Fleur oder YouTube-Superstar. Ich habe auch keine Fans, die 12 Jahre alt sind. Meine Fans sind uralt und interessieren sich weder für Darth Vader und Co. oder halt für diese Videoclips. Und die finden das ganze elektronische Wesen, naja, schräg und mal gewesen. Ja, in 25 Jahren sieht ja eh alles anders aus. Wir Alten haben ja dann eh ausgedient. Aber ich bin froh, wenn ich im Altenheim mit meinem Püppchen sitze von 1979 und schwitze und die Knöpfe drücke. Ne? Ist klar. Also ich darf noch mit Yoda spielen, wie ich jung war. Jetzt, wo ich alt bin, darf ich weder mit Yoda spielen, weder noch so einen Videoclip machen. Ich bekomme keine 2,5 Millionen Videoclips oder gefällt mir oder keine Ahnung. Ne? Kriege ich alles nicht mehr. Wieso auch? Ne? Ich bin so alt wie Yoda. Yoda hat es ja wenigstens noch geschafft, in die Annalen einzugehen. Meiner einer als Filmemacher, der Filme schon lange gemacht hat, wo er schon 6 Jahre alt gewesen und die Bühne der Welt, der Kunst betreten und dabei sein durfte, wenn man so viel erlebt hat in seinem Leben, wenn die Mauer kommt, 60, alter Mann, bla. Gut, die elektronische Welt ist an sich innerhalb von Sekunden alt. Ja, unser Eins musste 60 Jahre alt werden. Damit groß werden und heute noch groß bleiben damit. Ja, ein Fachgeschäft haben. Ja, ein Fachgeschäft, wo man solche Figuren kaufen kann. Wo man vieles, vieles mehr machen kann. Hier sind so viele Schauspieler, die ihre E-Castings machen. Wir haben jetzt Juli 2015. Wir bekommen jetzt bald Wind 10. Und dann fängt alles von vorne an. Aber wir werden 6 Monate Pause machen. Und mal gar nichts machen, aber wir wollen zurück. Wir wollen zurück mit einem Spielfilm, der heißt User und sein Internet. Wann kriegt der User sein Internet zurück? Was hat alles zu bedeuten? Das ist klar. Denn das Internet da, was ihr da habt, ist nicht euer Internet. Das gehört den Medienhäusern und die sagen euch, was ihr gut finden sollt und was nicht. Wir früher, also 95, also in den 90ern, haben Blödsinn gemacht. Wir haben Videoclips gemacht. Wir haben Fernsehsendungen gemacht. Undu.de Community, wir waren eine Community, wir hießen Undu.de oder Sevenload, Applausmacher, Martin Binias, Vegas, Alex, ja, irgendein vergessen, da waren zig andere auch. Ne? Wir haben also wie gesagt vieles gemacht, wir waren sogar im Fernsehen, hatten sogar unsere eigene Sendung, Undu.de Community, Ultra HD Web TV. Nee, das ist heute. Ja. Grüße. Was brauchen wir?
Da bin ich wieder, euer alter Sack. Ja, also ich, wie gesagt, verdiene ja mein Geld damit. Mir ist es ja auf eine Art total egal, ob er mich mögt oder nicht. Versteht ihr, was ich meine? Tja, ich bin noch die alte Tante Emma. Fachgeschäft, Fachmarkt, Fachidiot. Ja, ja, ich weiß. Bin aber vom Fach. Und das schon der 50, 60er Jahre. Ich bin Kind, 15 Jahre nach D-Day geboren, kann jeder selber ausrechnen und kennt sich im Einmaleins des Geldgebens aus. Ob Griechenland, die ganze Sache, EU, die ganze Sache. Nun, ich frage mich, wenn ein Apfel faul ist. Ich meine, Yoda hätte sicherlich einen weisen Spruch für Europa und für Griechenland. Ich hatte gerade das Video unterbrechen müssen, weil ich wieder Fotos machen musste im Studio. Und diesmal für Griechenland. Ist jetzt kein Scherz. Also ich mache europäische DIN-Norm Passbilder, wenn der Kunde die braucht. Passbilder nach DIN-Norm. Ihr kennt die. Braucht nur in der Börse gucken, eure blöden Ausweise, wie die aussehen. So, ihr Mann ist aber Grieche, ging zum griechischen Konsulat. Da sagten die Griechen zu ihm, weil die Bilder in Deutschland gemacht sind, rechts ungültig bei denen in der Botschaft, und er musste andere machen. Es waren nachher dieselben Bilder, nur die Bilder kamen dann zusätzlich nochmal 18 Euro. Irre, ne? Was würde unser Yoda dazu sagen? Der hätte doch sicherlich einen weisen Spruch, ne? Also, die Wahrheit, die Realität sieht ja anders aus. Und solche Videoclips, die wir früher gemacht haben, haben wir aus Spaß gemacht. Ich mache diesen Videoclip jetzt nicht, dass ihr ein Gefällt mir drückt oder was weiß ich. Ich würde mich natürlich freuen. Ich könnte aber damit nichts anfangen, wenn ich jetzt 2,2 Millionen Klicks hätte. Also wenn man mich mögen würde, also wenn man mein Avatar oder mein Alter mögen würde, mein Videoclip mögen würde, käme ich nicht klar damit, weil ich bin ja nicht so jung. Ich heiße ja nicht Le Fleur, habe die Kappe quer oder so. Ich spreche auch nicht mit Frau Merkel. Mit Frau Merkel habe ich schon gesprochen, da gab es euch noch gar nicht. Jedenfalls einige, die jetzt 12 Jahre alt sind, ist klar. Die konnten also nicht, wie ich 12 Jahre alt war, vor 60 Jahren, ist klar. Nee, so alt bin ich auch wieder nicht, aber ihr versteht, was ich meine. Also wenn ich alter Mann, ein User der ersten Stunde, also der mitgeholfen an diesem Internet, der mit ICQ, Skype und wie alles geheißen hat, der sogar am ersten Computer damals BTX, ja, ich habe diese BTX-Karte noch, eine Overlay-Karte, um damit Filme machen zu können, und auch zu kommunizieren. Ich weiß, ich habe sogar noch einen Akustikkoppler, Datasette und so weiter. Ich höre aus Sicherheitsgründen auf, weil, ja, ich bin so alt wie Yoda. Keine Ahnung, wie alt war Yoda? Ne? Schon so eine Frage, aber ich bin auch so alt. Ich fühle mich auch so alt wie Yoda. Ja, also wir sind an einem Punkt angekommen, wo ich als User frage, als Alt-User, User der ersten Stunde, wann kriegen wir unser Internet zurück? Ja, das Internet gehört jetzt den Internethäusern, Medienhäusern, die ihre Sachen da so verbreiten, dass wir demnächst nur noch zahlen. Auch für den Knopf bei Yoda. Mahlzeit, hallo, einfach ran. Okay, denk mal drüber nach.